Carolina Peukmann nimmt ihre Fans mit in ihr schwieriges Jahr 2022. Im Juli heiratet die Köln 50667 Beauty ihre große Liebe Daniel live im TV. Doch rund um die Hochzeit erleidet Caro eine Fehlgeburt, wie sie jetzt berichtet. Wenige Monate später folgt die zweite. In der 11. Woche verliert sie ihr Kind. Ich hatte plötzlich Blutungen. Im Krankenhaus wurde ich von einer Assistenzärztin untersucht und es war kein Herzschlag mehr zu hören. Das tragische Erlebnis brennt sich tief in ihre Seele ein. Es sind Augenblicke, die Caro und Daniel nicht so einfach loslassen. Der Moment war schrecklich für uns. Ich werde auch nie das Bild vergessen, den Embryo leblos in der Fruchthülle treiben zu sehen. Dem Paar ist es wichtig, das Thema aus der Tabu-Ecke zu ziehen. Deshalb sprechen die zwei so offen über diese schwierige Zeit in ihrem Leben. Das macht die Sache noch schlimmer, da die Betroffenen viel zu hohe Hemmungen haben, ihren Kummer mitzuteilen und ihre Trauer zuzulassen. Mit ihrer Haltung versuchen Caro und Daniel, dem entgegenzuwirken und auch anderen Paaren zu helfen.